Salut alle Gute, das ist Manes, schon an der 8. Woche Quarantäne. Zeit geht mittlerweile ein bisschen lang. Aber nichtsdestotrotz haben wir euch ein super Programm auf B gestellt. Du weinst, als Sendung könnt ihr auch noch alle 2 Wochen einfach ein bisschen mehr Qualität zu bieten und aber auch natürlich ein bisschen mehr dynamisch selber können zu sehen. Da fängt man direkt an. Hau den anderen, der Philipp Ernster, auch noch als Meteor Bullet bekannt. Dann haben wir den David Galassi dabei vom Lab und der natürlich auch beim Label ist. Den hat selbst cooles Rangeschick zum Schluss, also der geht definitiv noch ein bisschen zu grooven. Und dann haben wir noch im Science Club ein kleines Experiment dabei, der Pascal Fouvolz, der Sammy Wagner, der Chef von der Gemeinde Stangefurt, der kurz über unsere Family Rally schwätzt, wie der Matrut organisiert die Yuki zusammen mit der Gemeinde Stangefurt der Mama eine Rally. Ihr müsst euch vorstellen, ein bisschen wie Nutz Rally, just daheim, also super cool, Matt, das ist gratis, die mega Preise. Ja, und dann haben wir natürlich noch den Yuki Programm und klein oder eng, Anna, Detailer. Ich wünsche euch viel Spaß, da geht nur direkt los mit Sammy Wagner und auch mit Macht Biese. Das muss ich mir vorstellen. Bei 35 Jahren, nachdem das am Schengen-Akkord abgegrenzt in Europa festgehalten wurde, feiern eine ganze Reihe von europäischen Ländern eine Grenzkontrolle. Und für was das Ganze? Für zu versichern, ein kleines Minivirus mit Polizeibeamten auf der Landesgrenze zu stoppen. Insgesamt muss ich feststellen, dass Europa in den letzten Wochen am Ende andere Menschen kein ganz gutes Bild aufgegeben hat. Irgendwie scheint das schon symptomatisch für die Europäische Union zu sein, dass am Fall von einer Krise die Gemeinschafts- und Solidaritätsgedanken auf Frage gestellt. Aber das sie freuen, mit denen werden wir uns in den nächsten Wochen am Main sicherlich noch viel mehr müssen beschäftigen. Wir haben aber decidiert, dass wir uns in dieser Krise sicherlich nicht als Nein dividieren lassen, mit echter Versicherung Sachen zu machen, wo wir nicht noch beinkommen. Wie die Yuki uns für ein länger Zeitchen kontaktiert hat, für uns zu proposieren, für als Gemeinde Stangefurt gemeinsam mit der Gemeinde Kirlen Familienchallenge auf Bein zu stellen, waren wir direkt dabei. Bei der Familienchallenge kriegt ihr als Familien an den einzelnen Gemeinden die Möglichkeit, euch mit anderen Familien zu müssen. Flott Möglichkeit für sowohl die Sachen für den Kopf, aber auch für den Bauch oder sonst wie zu challengen, zu machen, an Punkten zu kriegen und nebenbei nach pur flott Preise zu gewinnen. Also, los ist nicht aus den Eindreifen, Rücken zu summen, mit einem Switzisches mit der Familie und wer weiß, vielleicht geht ja eh von den flotten Preisen, die zu gewinnen geht, auch nicht. Also, mit! Merci Sammy Wagner, schön, dass die Gemeinde Stangefurt bei diesem Halli-Rally auch mitmischt. Außerdem ist er noch die Jugendhaus von der Gemeinde Mama, das ist mir dann quasi regional Aktionlohe gestartet am Westen. Das beeindruckend und bemerkenswert, was für Flutsachen das Juki-Team aktuell auf Weg stellt. Dafür einmal ein großes Merci an alle Mitmischter von der Juki. Halli-Rally geht ab dem 16. Mai geht es los. Ihr könnt euch ummelden über info@juki.lu. Es geht darum, für Challenges daheim zu machen, an der Familie oder eben lang. Feier Kategorien, denn John Happy hat die flott vorgestellt und ich denke dementsprechend ziemlich Challenge noch. Mir selber da ein paar Ideen mal abgerutscht als Jurenkommission. Es geht auch flott Preise zu gewinnen, auch dort die Jurenkommission. Preis gesponsert, Familienkommission ist der Gemeinde Kirlen auch. Dafür es lohnt sich, nicht nur für den Spaß an der Familie oder allein daheim zu haben, sondern vielleicht geht auch noch etwas zu gewinnen. Dafür macht Matt und bleibt daheim. Moin alle Gute, denkt daran auch die Gewicht von eurem Mähkranz mit uns zu gehen. Und hier haben wir noch ein neues Experiment von science.lu gekriegt, was wir euch gerne beweisen wollten. Im Experiment von Haut probieren ich Flammen tanzen zu lassen oder sogar auszublasen, mit Hilfe von ganz harter Musik auf meinen Bass. Was ich dafür brauche, Kerzen, Lautsprecher und falls ihr daheim einen Bass hört, dann auch einen Bass. Musik, das sind unsere Schallwellen, also Druckwellen, die sich durch die Luft verbreiten und dadurch Flammen zum Bewegen bringen. Weil die Musik, also Druckwellen, stark genug sind oder durch einen Trichter gebündelt gehen, dann kann ich sogar ein Kerze mit ausblasen. Viel Spaß beim Ausprobieren! Dann haben wir noch ein Video von Jassi gekriegt, hat er das Back-Video gemacht.
Merci an. Meld dich zu genug hin auf der Family Rally, also um Halli Rally, wie ihn heißt. Du bist Halli Galli, Halli Rally. Lo, andere Sige, die gesehen im Moment schenkt also schenkt Sonne. Vielleicht hast du auch dafür ein bisschen heil. Nee? Ich bin nicht ganz viel damit beschäftigt, wie du besser hast. Als den Philipp Ernst, schon von jungem Alter und, wo noch euch sind gesagt, verfolgt. Auch ein bisschen Fans, Halli Philipp. Man, ich orientiere mich immer, weil seine Prognosen immer relativ effikant sind. Nichtsdestotrotz, sind hier noch ein paar andere Sachen. Wieso der Moment, die paar komischen Punkte hast du im Himmel an der Nacht gesehen und so. Philipp, das sind dir. Du hast ein Handy. Moin, hast du Philipp Ernster von Meteor Bullet. Und ich habe gefragt, wie ich so meine Quarantäne verbringen. Eigentlich wahrscheinlich nicht ganz viel anders, als wie verschiedene andere so von ich. Also mir ist im Moment auch so, ja, so ziemlich langweilig von allem, weil ich ja, freizeitmäßig nicht allzu viel machen kann. Was der Schlafrhythmus aber auch geht, so bei mir ist sowieso immer so ziemlich spät gehen, bis nur immer so 3-4 Uhr oder so. Aber genau nur während der Corona-Zeit oder so, also immer ein bisschen alles auf der Kopf. Und daher kann es auch ein bisschen spät gehen, weil so bis zu 5 oder 6 Uhr, wo ich dann morgens rein sitzen. Und da stehe ich aber mitten so zwischen 1 und 3 Uhr ab oder so. Und an der Zeit mache ich dann meinen Bericht, die dann auch auf meiner Seite gesagt, auf meteorbullet.com. Und natürlich auch auf Facebook. Und wie das dann ausgesagt, wann ich meinen Bericht schreibe, zumindest mal den Teil davon, das geht dann. Was sonst noch in der letzten Zeit interessant so gelabert, das waren zum Beispiel Starlink-Satelliten von Elon Musk, also von SpaceX. Das sind die neuen Satelliten, die sich abschießen für weltweiten Satelliten-Internet. Und Ziel davon ist, also, dass man hauptsächlich auf den Plätzen, wo man sich nicht so leisten kann, oder noch mehr auf den Plätzen, wo die überhaupt noch kein Internet geht, oder ein Internet können, mit zugänglich zu machen. Das ist einfach für weltweiten Internet-Access zu suchen, weil im Moment ist zum Beispiel noch Teilchen von der Erde ungefähr, also Teilchen von der ganzen Menschheit, noch gar nicht mit dem Internet verbunden. Und das probiert dann den Elon Musk mit seinen Satelliten da, zu erreichen, dass auch die Leute können an den Internet gehen. Natürlich ist das Ganze ein bisschen umstritten, weil ja, zumindest Hobbyastronomen und alle die, die mit dem Teleskop herabgucken, die sehen dann immer rum, die Satelliten im Himmel launch sehen und dadurch kann das dann auch eben zu Problemen feiern. Und aber gibt natürlich auch Diskussionen darüber, was geschieht dann, wann ein E-Satellit mit dem anderen kollidiert. Höchstwahrscheinlich eine Kettenreaktion, die für eine ziemliche Katastrophe führen kann und dadurch ist das ganze Projekt, naja, stark umstritten. Mit der Idee also sich aber ein gutes Süß, wie sie gerade umgesagt wird, darüber kann ihn dann natürlich streiten. Wie das Ganze dann aber aus gesagt, wenn die Satelliten noch über den Eisenhimmel wegziehen, das geht dann los an den nächsten paar Fotos in Hai. Die Fotos, die ihr gerade gesehen habt, sind übrigens die letzten 60 Satelliten, die für ein oder zwei Wochen an den Himmel geschossen sind, weil das Himmelskörper, die gehen nicht immer einzeln rumgeschossen, sondern immer eine Gruppe so von zwischen 30 und 60 Objekten von einer sogenannten Falcon 9 Rakete. Das an einer Höhe von ungefähr so 200 bis 400 Kilometer und dann pendeln sich dann die Umlaufbahnen von diesen Satelliten so zwischen 300 und 500 Kilometer an. Verschiedene sollten noch ein bisschen mehr höher stehen, nur rund um das Erde fliegen. Den Zweck konnte ich für drunter schon von der erklärt, mehr wie ihr gerade da seht, wenn die Satelliten frisch ausgesagt gehen, da sind sie noch ziemlich nah bei ihnen und da, wenn es gesagt hat, so mehr aus, also auf den ersten Blick, wie so ein kleiner Laserstrahl durch den Himmel da schauft. Mehr nur pro Woche, oder nur pro Tag, pro Woche, pro Monat, gehen die Satelliten, die dann eben zu 60 gleichzeitig ausgesagt gehen, sind immer mehr weit als ihnen. Also könnt ihr loserlos das Gitternetz zu starten, aus denen zukünftigen über 12.000 Satelliten da, die dann nur sollte für den weltweiten Internet suchen. An einem Hintergrund geht ihr dann ungefiltert mein Büro, wo all the magic happens, sogar mit meinem
eigenen Abitus an. Ja, wie geht es in der nächsten Zeit für uns? In nächster Zeit geht es dann, ja, bleiben wir noch, fängt die Zeit schon unbeständig bei uns. Wir wollen uns die Berechnungen so angucken, da schenkt es dann einfach löser in Richtung, ja, späten Frühjahr zu gehen, eigentlich, weil den 1. Juni aus dem Sommer anfängt. Das heißt, wir haben noch, ja, ein guter Mond für uns, wenn wir noch meteorologisch Frühjahr haben. Das heißt, gleich haben wir dann ab dem 1. Juni den meteorologischen Sommer, den da anfängt. Und wie ausgesagt, schenkt sich wieder dem dann noch löser anzupassen, weil demnächst können dann noch Temperaturen von über 20 Grad auftreten. Mit Chance eventuell auch 25 Grad an der Tisch. Kann immer mal ein Schauer oder vielleicht auch ein Donnerwetter darauf kommen. Und das ist auch ziemlich wichtig, weil sonst gibt man früher oder später wahrscheinlich rum in seinen Brüschefass gerade, wie wir so in den letzten Jahren hatten. Und das wird dann auf jeden Fall nicht allzu gut. Das ist all der Rehen, die noch in der letzten Zeit glücklicherweise raufkommen muss. Das ist ja, eine gute Sache gewesen, weil sonst wird die Sache nach viel mehr problematisch, wie sie lo hat könnten gehen. Das ist ungefähr so die grobe Ausschätzung, wie der nächste Zeit für uns geht. Natürlich mache ich keinen ausführlichen Bericht, weil sonst ja, geht das Video von Yuki viel zu lang. Und alles, ja, das war das so für meinen Teil und für den Rest. Merci, dass er angeschaut hat und ich hoffe noch, dass er diesen Beitrag so genauso interessant fand wie auch die anderen, die hier in diesem Video teilhören. Merci und ich, dass ich konnte mitmachen, Yuki. Irgendwann ein paar vielleicht noch ein paar, ich weiß nicht. Bis dann und ciao. Merci Philipp, aber wie weiß, vielleicht beginnen wir uns nachher immer in unserer Sendung. Wir sind ja kreativ, du bist kreativ, durch eine Sache bei ihnen zu kommen, die gut könnte passen. Dann noch zu einem nächsten Sujet, der Pascal wird also noch einen kleinen Quiz vorgestellt. Pascal, das sind wir. Moin Yuki, Toplesen von letzter Woche war natürlich Crisis gewesen, an mit Corona, dem Wunsing-Band, den anderen Banden, die wir zum Cash am Dörfkasten gespielt haben. Wird er vielleicht schon wissen, verschiedene Musiker, die auf Freizeit gestorben gewesen sind, Lebensstil, Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Mehr von John Lennon war das auch nicht das gewesen. Der gilt 1980 am Dezember für den Sänger als Stil von einem Fan, sechs Monate lang direkt geschossen. Und dadurch ist er gestorben. So, hallo, kommen wir zur Frage. Wie hast du eine Frage, die maßgeblich auch mit verantwortlich war, dass die Beatles sich abgelesen haben? War das erstens Yoko Ono oder zweitens Nancy Spangen? Dann wird gerade wie immer nächste Woche an bis zum Ende bleibt gesund. Ciao, ciao. Merci Pascal. So, aber zu haben wir so los in der Rang geschickt gerade in den einen oder anderen Video, da gucken wir so direkt an. Viel Spaß. Ja, dann kommen wir schon zum Schluss von der Sendung. Meld dich schon um Halli Rally. Ich garantiere nicht, das gibt Spaß. Ihr könnt eine Fantasie anführen. Ihr könnt, wenn der Teil rüber ist, Natalie gehen und alle ihre Kollegen mega Kurse von ihrer Wahl gucken gehen. Oder vielleicht auch ein Party Laser Game oder eine gute Pizza für direkt für daheim zu gewinnen. Vielleicht wird auch rot, wie schwer der Mikran saß. Guck dich schon auf Yuki TV von alles. Du hast noch eine Woche Zeit, dich schon zu melden. Mit deiner Equipe, egal von wo, was ist dabei. In anderem will ich aber noch so, wie gesagt, wie immer, wenn der Video hört, wenn ihr in der Episode wird, der Bild oder der Sendung weisen, schickt euch dran. Da sage ich euch, merci für gucken. David, du kriegst ein Handy und du gehst gedanzt dahin. Alles. Yo, bonjour, David Fluita, ich repräsentiere The Lab, The Label. Ich hoffe, ihr seid alle safe und gesund. Ich wünsche euch Schläfkreis, hei straight aus der Quarantäne, bleibt positiv und viel Spaß beim nächsten Video mit meiner Label Gang. Peace! Ha, ey yo, Paul, halt doch mal tot.
atmen, mit Herz und mit Schluhen. Wie soll ich das verstehen, so man wie lang wird das noch gehen? Der Spur wird die Musik von dir schlecht, geht bis du wasch, geht du am Wasch. Nee, so spielst wie alles, wenn ich nervt, durch den Wasch geht. Hey, yo, es lebt, nicht immer, wie du willst, dann sind sie immer geöffnet, Müll, Plünder, Ding. Aber ich Platz und Bebieten, Hauptsache, mein Gas muss die Stars für Lappen kicken. 82.000 Ficke, VIC, mein Flamme aus Konstant und Brennen. Tischen Pannen, der Krache, weise mir im Wert, mir können Label Quarantäne. Gut Rhymes, geht verbrät, der Wolf, Blatt auf Französisch, wer das Shit für ihn versteht. Le RAP, ma, fuck, DJ, fait les platines tournées. C'est de Label que tu écoutes, toute l'équipe, on l'a rassemblé. La quarantaine ne freine pas les BPM, j'ai toujours été un loup, confiné dans sa caverne. Oh, bei mir soll es werden, ne, c'est qui patient, los, ich behandle. Label Session aus Medikament, und ich verschreibe, ne, j'all gute Sound, gute Laune. Cool Rhymes, Gesundheit dann noch gut vibes. Bloß per Teletravail, weil halb flutscht die Style. Pur Mikroben an der Mikro, für das du auch immer durchgehen bleibst. Wir senden erst im Hintergrund wegen unbenutzte B-Side. Doch wir checken wohl am B-Teil, wie das Pussy, der den B weiß. Mehr sind die Beweis und die Wachse an Algalle. An der Lichtung findest du nicht am RTL, komm an Teil, es lebe mole Buch. Lust den Himmel mal am Blues, in der Genäst, schäne ich den Planet zu lang und nach Dose. Ich sehe die Favor, ob gut Lohn, positiv getestet ihn. Das ist ein Virus, den ich wirklich gerne weiter den. Und mein Bruder ist auch mein Sestras. Töne die Theorie, wo fickst du immer mal Fiestas? Was für Quarantäne? Ich schlafe jetzt hängen, die Worte falsch weh. Froh nur Label Sport am Freien, mit dem Altisch gehen. Ignoriere mein frischen Holz, wie so shit's lean am Cock, du ist kein Tölle. Sind in den Daten am Virus noch nicht mal. No, 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 no